Matthias Watterholm, mal wieder herzlich willkommen hier in Bremen zur sogenannten Veteranen-Europameisterschaft. Ich sage auch immer gerne Senioren-Europameisterschaft. Ist ein ganz illustres Feld hier. 2800 Teilnehmer insgesamt. Was für einen Stellenwert hat so eine Veranstaltung für Sie? Ja, für den DDDB ist das eine sehr wichtige Veranstaltung, weil ich sag mal so, hier kommt die Tischtennisfamilie zusammen, also die internationale, aber auch die deutsche. Wir haben über 1500 deutsche Teilnehmer, also mehr als die Hälfte sind eben unserem Verband zugehörig. Man trifft hier unheimlich viele Leute. Also das ist für uns als Verband schon sehr wichtig, dass wir eben auch zeigen, dass wir etwas für jeden im Grunde genommen anbieten und nicht nur Top-Events, die wir ja hier in Bremen auch schon sehr häufig durchgeführt haben. Bremen gilt ja auch so ein bisschen als Hochburg mittlerweile im Tischtennis. Kommen Sie gerne her? Ja, absolut. Ich meine, die Frage erledigt sich ja eigentlich von selbst, denn wir sind jetzt, glaube ich, das 12. Mal da. Also fast jedes Jahr kommen wir hier vorbei und ja, ist einfach unheimlich toll. Also es gibt viele Punkte, die hier für Bremen sprechen. Das eine ist die Halle, das zweite ist die große Unterstützung durch die Stadt, jetzt hier ganz konkret auch durch die Wirtschaftsförderung in diesem Fall. Und für eine Seniorenveranstaltung, man braucht einfach eine gewisse Hallendimension und das ist hier alles gegeben. Wir können alles unter einem Dach beherbergen, 180 Tische, Trainingsbedingungen, Verpflegungsangebote für die Teilnehmer, also das ist schon top. Also kann man davon ausgehen, dass Bremen auch in Zukunft hier das eine oder andere Riesenevent nochmal schnappt? Also ich bin da persönlich ganz sicher und ich glaube alle anderen Beteiligten im Deutschen Tischtennisbund, die sehen das genauso, ganz sicher. 2800 ist ja eine enorme Zahl. Wir haben vorhin mit der Vertreterin von Tampere gesprochen. Also da kommen die nicht ganz ran und haben wohl auch so ein bisschen, nicht Manschetten, aber die beten schon, dass sie so an die 2000 kommen. Ja, also das ist ja unterschiedlich. Also Deutschland ist innerhalb Europas die führende Tischtennisnation. Einmal was das Leistungsvermögen natürlich angeht, aber auch das, was die Zahl der aktiven Spieler anbetrifft. Also wir haben eine viel größere Basis als jetzt in vielen anderen Ländern. In Finnland ist Tischtennis jetzt auch nicht unbedingt die allerpopulärste Sportart, aber ich glaube schon, dass es ein interessantes Reiseziel ist und manchmal werden Dinge dann auch zum Selbstläufer und die Finnen machen ja hier fleißig Werbung, also warum soll es denen nicht gelingen, einen Großteil der Teilnehmer von Bremen auch nach Tampere dann zu bringen? Müsste sich ein paar Schlittschuhe unterschnallen da, das wäre nicht schlecht, weil Eishockey läuft da wohl ganz gut in Tampere. Anyway, also wir haben hier noch tolle 5 Tage vor uns oder fast 5 Tage vor uns bis zu den Finals. Was erwarten Sie so, die üblichen Namen wie Appelgren und Fetzner? Also Appelgren ist ein ganz heißer Kandidat. Steffen Fetzner wird sich sicherlich auch durchaus nach vorne spielen. Ob es für ganz vorne reicht, das kann ich nicht sagen. Der spielt zwar weiterhin noch aktiv in einer mittelhohen Liga, sage ich jetzt mal. Aber der hat natürlich nicht mehr diesen Trainingsaufwand. Und gerade in der 40er gibt es einige, die trainieren noch fast jeden Tag. Also von daher für den Speedy wird es schwer, aber ich drücke ihm die Daumen. Wir haben hier schon Gespräche geführt mit Vertretern, ein Engländer zum Beispiel, 84 Jahre alt, die älteste Teil, 93 Jahre alt. Also ich war total fasziniert vom Fitnessgrad dieser Tischtennisspieler auch. Ja, das ist schon beachtlich, aber ich meine, die Erklärung ist ganz einfach. Das liegt daran, weil die Tischtennis spielen. Ja, Tischtennis ist anerkannter und zertifizierter Gesundheitssport. Also wir sind die einzige Spielsportart, die das ist im Moment, neben Schwimmen und Laufen. Also da sehen wir ganz gut aus im Tischtennis.